Ja, Alain Fischer, Ära, Buchs, wir stehen hier mitten im Verkehr rein und da, wo eben auch das Wasser herkommt. Woher kommt das Wasser genau? Ja, das Wasser kommt aus den drei Verbandsgemeinden Buchs, Sevelen und Graps. Mit total 25'000 Einwohner, also das Abwässer von 25'000 Einwohnern, das Kommunale kommt zu uns. Und zum anderen auch etwa gleich viel Abwasser von der ganzen Restaurations-, Gewerbe- und Industrieanlagen, die auch zu uns kommen, im gleichen Ausmaß. Im Tag hast du mal gesagt, etwa 60'000 Badwannen, gell? Ja, das sind etwa rund 10'000 Kubikmeter Wasser, 10 Millionen Liter Wasser. Das sind rund 60'000 Badwannen pro Tag, die im Schnitt zu uns kommen. Und die kommen über die 150 Kilometer Kanalisationsleitungen, öffentliche, die dann bei uns auf der Aare schlussendlich das Wasser zubringen. Und die Aare ist am tiefsten Punkt, das heisst, es braucht dann überall keine Pumpen mehr, gell? Ja, das ist eben der Vorteil. Wir sehen das hier. Zum einen haben wir 20 Aussenpumpwerke, wo wir natürlich das Wasser zu uns bringen, weil das geht nicht immer schön Nutzloch ab. Ab und zu gibt es einen Hügel dazwischen oder ein Gefälle in die falsche Richtung. Dann brauchen wir die Pumpwerke. Aber wenn wir einmal dann hier sind bei der Aare, dann sehen wir das hier auf dem Schneck. Da tun wir das Wasser um 6 Meter anheben. Und von dort am höchsten Punkt der Aare kann es nur noch statisch ablaufen, ohne dass man es nochmal zusätzlich pumpen muss. Und das, was wir jetzt hier nicht gemerkt haben, der Gestank, ist das eher von der Kompostierung KVA oder ist das jetzt Wasser? Das ist jetzt eher ein bisschen von beidem, würde ich meinen. Also wir zwei können da nichts dafür, he? Nein, das sagen wir nicht dafür. Da sind wir unschuldig in dem Fall. Dann pumpst du das Wasser rauf und dann geht es woher? Ja, dann geht es in den ersten Reinigungsschritt. Wir haben drei Reinigungsstufen auf der Aare. Die eine ist eine mechanische Reinigung. Die zweite ist eine chemische und die dritte ist eine biologische Reinigung. Und da gehen wir jetzt her, oder? Da gehen wir jetzt in die mechanische Reinigung zum Rechen, ja, genau. Lauf ich dir nach, ja. Ja, da sehen wir den Abfall vom ersten Reinigungsschritt, vom sogenannten Rechen. Wir da fallen rund 300 Kilogramm Abfall ab pro Tag. Vor allem sind es Feuchtetüchli, Holz, aber auch grössere Stein und Kunststoff und auch Aluminiumfolie, wo nicht ins Abwasser gehören, zum einen. Und gleich, wo wir rausholen müssen, damit wir in den nachfolgenden Reinigungsschritt keine Ärger kriegen durch Verstopfungen. Da wäre halt eine Möglichkeit, gell, dass man so Sachen eigentlich gerne dazu bringt, dass sie da landen müssen. Das wäre auch noch gewisse Mitverantwortung, oder? Ja, das ist richtig, auch richtig, genau. Je weniger wahr, dass man ins WC ablässt, nur weil es dann aus den Augen, aus dem Sinn ist, desto besser haben wir da unten nachher auf der Aare, um das Ganze zu reinigen. Ja, da befinden wir uns vor dem sogenannten Rechen. Das ist der erste Schritt von der mechanischen Reinigung. Der Rechen hat zum Ziel, dass sämtliches Abwasser, das zu uns kommt und das jetzt angehoben worden ist, um die 6 Meter, dass man da die grössten Sachen rausnimmt, wie zum Beispiel Feuchtetüchli, haben wir gar nicht gerne. Es gibt viel, viel Ärger, sowohl in der Pumpwerk aussen dran, wie aber auch in den nachfolgenden Verfahrensschritt. Die müssen raus, auch Holz, Kunststoff, Folie, Aluminiumsachen. Und gröbere Steine werden hier in einem Rechen einmal rausgefiltriert und müssen dann nachher anschliessend entsorgt werden durch die Kehrverbrennung. Und normalerweise läuft der jetzt? Läuft der irgendetwas so? Ja, je nachdem wie viel Schmutz das dann kommt, läuft er mehr oder weniger. Aha, das ist alles vollautomatisch in dem Das Fall. Ist alles vollautomatisch, ja. Ist das noch unterschiedlich? Hast du zu verschiedenen Tageszeiten, wie viel Schmutz das kommt? Ja, den ganzen Morgen früher, natürlich zwischen morgen um 2 und morgen um 5 haben wir natürlich sehr, sehr wenig. Hand herum haben wir natürlich auch am Mittag wieder sehr, sehr viel. Und vor allem am Morgen, wenn die Leute anfangen zu duschen und sich waschen und auch am Abend haben wir natürlich deutlich mehr. Ja. Jetzt haben wir vorher eine Drohnenaufnahme gehabt, jemand, der Prozesse überwacht, oder? Ist das noch schwierig, diese Prozesse ständig und immer zu überwachen? Und gibt es da Alarmsysteme? Ja, wir haben natürlich einen recht hohen Automatisierungsgrad. Das heisst natürlich, wir können durch die richtige Pflege von diesen Messgeräten und Sensoren, müssen wir natürlich von Hand machen, tun wir eine saubere und eine sichere Überwachung gewährleisten über das Prozessleitsystem. Wir tun dann auch möglichst agieren und wenn nicht reagieren, sondern so, dass wir die Alarmierungen so haben, dass wir möglichst schon eingreifen können, bevor das etwas passiert.
Jetzt hat etwas geklippert, du hast geschaut, jetzt fängt es an. He? Das heisst, jetzt ist Verschmutzung, jetzt hat er etwas gemerkt, jetzt steht etwas an, gell? Richtig, ja. Und jetzt tut er da so etwas rauf. Bringen da. Tüchli, das ist etwas vom Schlimmsten, was wir drin haben, oder was? Ja, also Feuchtetüchli ist so etwa das Übelste, was man abkriegen im Abwasser. Das verstopft uns Pumpen, oder kann uns Pumpen sehr oft verstopfen. Und dann gehören die Windschuhe ins WC dann sehr, 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 sehr wenig. Am besten gar nicht. Ja, da befinden wir uns vor dem sogenannten Sand- und Fettfang. Der Sand- und Fettfang, wie der Name sagt, hat zum Ziel, das Abwasser, das vom Rechen hergekommen ist, das vorgereinigt worden ist, dass sich der Sand und das Kies absetzen tut und das Fett oben aufschwimmt. Also alles Fett aus dem Restaurationsbetrieb und auch aus dem Haushalt, wenn wir da oben schwimmen lassen, sodass es sich abschöpfen lassen kann und nachher zur Biogasproduktion verwendet werden kann. Wie wird denn das gemacht, weißt, dass das gerade so klappt? Das wird gemacht anhand von einem sogenannten Räumer. Der Räumer hat an der Oberfläche einen Schieber. Wo, der ist ganz hinten dran dort? Jawohl, das Fett landet dann in dem Becken dort hinten. Ja. Das schwimmt das oben auf und der Schieber schöpft es oben ab. Das Gleiche passiert mit dem Sand. Der Sand und Kies setzt sich, ist schwerer, setzt sich am Boden ab und wird mit einem Räumer unten durch, am Boden entlang auch abgeräumt, gewaschen und nachher deponiert. Das ist rein mechanisch, gell? Das ist eine rein mechanische Reinigung, ja. Und der Aare haben die Prozesse alle dokumentiert. Was sich genau interessiert, kann das dort nachschauen, gell? Ja, richtig. Auf unserer Webseite kann man das auch in einem Schema nachschauen und ist auch mit Animationen unterlegt, ja. Ja, da anschliessend an den sogenannten Sand- und Fettfang kommt der sogenannte Vorklärbecken. Das Vorklärbecken hat auch zum Ziel, um alle Feststoffe, die aber ganz, ganz fein sind und sich nicht so schnell absetzen tun, rauszuholen. Das machen wir, indem wir das Wasser in zwei Becken laufen lassen, wo eine sehr langsame laminare Strömung ist, sodass sich die Feststoffe, die ganz, ganz fein sind, sich langsam innerhalb von zwei Stunden circa, können auf den Boden absetzen. Wenn die auf dem Boden abgesetzt sind, tun wir die auch wieder am Boden entlang mit einem Räumer, mit einer Schaufel, wenn man so will, abräumen. Und das ist unser sogenannter Frischschlamm. Der Frischschlamm geht nachher auch wieder zur Herstellung von Biogas, wird der verwendet. Auch das jetzt hier wieder ein Prozess, wo man kann sagen, es ist nicht mechanisch, aber ohne grosse Einflussmöglichkeiten. Es braucht einfach Zeit, oder, bis es abgesetzt hat. Ja, es braucht Zeit. Ja, Zeit ist das A und O jetzt bei dem Verfahrensschritt. Ja. Rund zwei Stunden lassen wir dem Wasser Zeit, den Feststoff Zeit, um sich absetzen zu lassen. Ja. Und das ist auch automatisiert, wenn der Becken gefüllt, dann geht es zwei Stunden, dann wird es wieder geleert? Nein, das ist permanent im Durchlauf. Permanent, ja. Also bei uns geht alles permanent im Durchlauf, also nicht chargenweise, sondern immer vorne rein, hinten raus. Permanent. Und wie habt ihr das im Griff, denn, dass das Wasser zwei Stunden da drin ist? So? Das geht einmal durch den Zulauf, den wir haben. Ja. Wenn wir mehr Zulauf haben, ist die Zeit kürzer. Wenn wir weniger Zulauf haben, ist er grösser. Je nachdem, wie viel Wasser das anfällt. Und durch das Volumen der Becken. Da klingt das alles ganz einfach, aber ich sehe, du drückst jemand hier, dort rum. Da gibt es immer die neueste Erkenntnis. Also, so ein Prozess muss ständig auch wieder neu überdenkt und überarbeitet werden, nehme ich an, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder? Also, das lebenslange Lernen gilt auch für die Aare, ganz sicher. Vor allem auch, weil die Technologien sich laufend verbessern. Einmal die ganzen elektronischen Möglichkeiten, die man natürlich hat, die Digitalisierung zum einen, die uns auch erlaubt, immer Daten kontinuierlich zu erfassen und somit auch auszuwerten. Was war das jetzt, das Geräusch hinter mir, das Plätschern da? Das ist ein Zulauf. Aha. Ein zusätzlicher Zulauf, den wir noch haben, der ins Vorklärbecken kommt. Das ist da unten. Da unten. Ja. Was heisst das, zusätzlicher Zulauf? Das kann zum Beispiel von einer Kellerentwässerung sein. Ah ja. Ja, wo wir wo auch regelmäßig anspringen und dann das Wasser hier reinbringen. Das, was wir jetzt hier sehen, das ist jetzt etwas, wo du einfach jetzt zeigst, gell, wie wir am Filmen sind. Genau, das ist eigentlich das Vorklärbecken, das wir vorher angeschaut haben.
abbilden. Zum einen haben wir natürlich den Schlamm, die feinen Feststoffe, die sich absetzen. Und oben drauf haben wir ein möglichst klares Wasser, das wir dann hier eben schon vorreinigen tun, bevor wir mit dem Wasser hier nachher in die Biologie gehen. Und was sind die anderen Dinge drinnen da? Unten dran? Da haben wir das Wasser vom bevor es in die Vorklärung kommt. Aha, ja. Also es ist relativ trüb. Trüb. Und da haben wir schlussendlich das Wasser, das dann schlussendlich in den Rhein geht, nach der Biologie und nach dem ganzen Verfahren. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber volumenmäßig stimmt das jetzt natürlich so nicht, oder? Nein. Also das links, das ergibt nicht das in der Mitte, oder nachher? Nein, was natürlich dann da noch dazu kommt, kommen natürlich Bakterien, die sich noch zusätzlich vermehren in der Biologie. Apropos Bakterien, also ist das nachher Bakterien rein, das rauskommt? Oder weißt du, mit Viren, die jetzt nicht alle so Angst haben, also wie steht denn das? Ja, also wir arbeiten natürlich sehr viel mit Bakterien zusammen, weil Bakterien sind Lebewesen, Viren sind keine Lebewesen. Ja. Wir brauchen natürlich Bakterien in unterschiedlichster Form, um den Schmutz abzubauen. Also die einen Bakterien die brauchen Sauerstoff und bauen den Kohlenstoff ab zu CO2 und Wasser. Genau. Die anderen die gehen lieber auf den Stickstoff, die bauen die Eiweiße abbauen zu Nitrit, Nitrat und dann schlussendlich zu elementarem Stickstoff, den wir auch in der Luft haben und Wasser. Und diese zwei Arten von Bakterien verwenden wir jetzt hier in der Biologie für die Abwasserreinigung. Ja. Also mit Viren haben wir hier schon mal nichts im Hut, außer sie sind halt so immer im Abwasser drin, weil sie halt über verschiedene Wege unter Umständen auch zu uns kommen. Was in den Rhein rausgeht, also da kann man natürlich nicht wirklich sagen, werden Viren frei, sondern wenn das drin spritzt, drin nehme ich an, oder? Ja, also virenfrei ist es sicher nicht. Es ist auch nicht bakterienfrei, es ist auch nicht Trinkwasser. Also mikrobiologisch kein Trinkwasser? Nein, es ist keine Trinkwasserqualität, ja. es ist gereinigtes Wasser. Also keine Trinkwasserqualität. Aber wahrscheinlich mindestens so gut wie das Wasser, das der Rhein herbringt? Oder? Ja, also ganz ehrlich, es entspricht sicherlich dem Wasser, das der Rhein bringt, ganz klar. Das sind auch die Leitbedingungen, die wir einhalten vom Kanton her. Da werden ja Haufen verschiedene Analysen gemacht und überprüft vom Kanton, damit wir das auch sauber einhalten. Woher gehen wir jetzt? Jetzt gehen wir noch zur Biologie. Aha, eben. Zum eigentlichen Kern von der Abwasserreinigungsanlage. Du bist Chemiker, man merkt natürlich auch, du verstehst das wahnsinnig gut. Biologie, hat es das schon immer gegeben? Oder ist das irgendetwas, was schon ein bisschen neu ist in diesem ganzen Prozess drin? Nein, Biologie ist das Kernstück von einer ganzen Abwasserreinigung. Ohne Biologie läuft gar nichts. Genau. Ja. Einfach, damit man das nicht verwechselt, oder? Weil manchmal redet man von der neuesten Entwicklung und von Fühlungsprozessen, die anders passieren, von anderen Projekten. Aber da muss man sagen, dass das Wasser, das wir getrunken haben, eben vorher ist auch schon, oder um gereinigt haben vorher, ist auch schon wirklich sauber gewesen. Ja, also das Wasser, das natürlich durch die CIW Buchsen in unserem speziellen Fall oder durch die andere Gemeinde als Trinkwasser zur Verfügung gestellt wird, wird natürlich entsprechend aufbereitet als Trinkwasser. Wir tun sie dann wieder verschmutzen, wenn man so will, oder? Durch WC-Spülungen, Geschirrwaschmaschinen, genau. Und die Industrie. Und wir bringen es wieder in eine Form, wo man wieder kann in einen Trinkwasserspeicher einleiten, zum Beispiel jetzt über den Rhein bzw. über den Bodensee. Mhm. Und aus dem Bodensee gewinnt man dann ja wieder Trinkwasser, das aber zuerst einmal in einer durch Trinkwasserversorgung noch mal kurz aufbereitet werden muss. Ja, weißt du, ich bin mal gefragt worden, jetzt gibt es immer neueste Entwicklungen, neueste Prozesse, neueste Projekte. Und dann habe ich eben auch gefragt worden, ja, ist denn das Wasser, das wir da gereinigt haben, vorher in einer viel schlechteren Qualität und solche Sachen. Das ist also nicht so, dass das Wasser erst, sagen wir mal, die letzten 4-5 Jahre sehr gut gereinigt wird, sondern das war schon immer relativ gut gewesen, oder? Ja, die ersten Jahre hier im Bereich Werderberger Binnenkanal ist 1959 entstanden, oder? Ja. Das ist der erste Teil. 1932 hat es beim Technikum Buchs bereits eine Anlage gegeben, eine kleinere. 1975 hat man sie erstmals ausgebaut, aus Kapazitätsgründen. Und dann in 1995, Mitte 90er Jahren nochmal, oder? Und jetzt haben wir noch die Biogasanlage nochmal erweitert in der Kapazität, damit wir aus dem Schlamm mehr Biogas machen können. Und dann gibt es noch andere Projekte, die man in Zukunft machen muss, wie zum Beispiel ein neuer Verfahrensschritt, die sogenannte Elimination von der Mikroverunreinigungen, wo wir jetzt anschliessend an die Verfahrensschritte, die wir jetzt haben, in die drei, den mechanischen, den chemischen und den biologischen, kommt der Verfahrensschritt auch noch dazu. Dann gehen wir jetzt weiter zur Biologie. Dann gehen wir jetzt zur Biologie, ja. Okay, genau. Gehen wir.
Ja, wir befinden uns jetzt hier beim eigentlichen Kernstück der Abwasserreinigungsanlage, nämlich der biologischen Reinigung. Also bis jetzt haben wir immer gesehen, die mechanische Reinigung durch Rechen, durch Absetzen, durch Abschöpfen von Fett. Und jetzt sehen wir hier Biologie. Biologie, wie der Name sagt, dort auf biologischem Weg die Verunreinigungen, die Kohlenstoff- und Stickstoffhaltig sind, abbauen. Dazu brauchen wir verschiedene Arten von Bakterien. Die einen Bakterien haben lieber den Kohlenstoff, die anderen haben lieber die stickstoffhaltigen Verbindungen, also Eiweiß. Die einen haben lieber Sauerstoff, da müssen wir extra noch Luft einblasen. Dann sehen wir auch, wie es hinten so sprudelt. Das ist die Luft, die wir zusätzlich reintun, damit die Bakterien am Leben erhalten tun und sich vermehren können. Die anderen Bakterien haben lieber gar keinen Sauerstoff oder sehr wenig Sauerstoff. Und somit tun wir in dieser Biologie jedem Bakterium seine Umgebung schaffen, dass er möglichst gut arbeiten kann. Und die Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen zu CO2, Wasser und Luftstickstoff kann umwandeln. Wo gehen denn die Bakterien dazu? Die vermehren sich von selber. Also wenn es ganz leer ist, braucht man zuerst einmal ein paar Kubik Impfbakterien, die kann man von einer anderen Ara holen. Und dann vermehren sich die fortlaufend weiter. Und dann müssen wir Sauerstoff dazu führen, um zu schauen, ob sie leben können, oder? Genau. Der Sauerstoff und Nährstoff kriegen sie auch durch das Abwasser, ja. Kohlenstoff- und stickstoffhaltige Verbindungen. Und die einen brauchen noch Sauerstoff. Und das tun wir von der Luft ansaugen und pressen es in die Biologie rein. Wie lange geht der Prozess der biologisch? Er geht rund 8 Stunden. Auch das wird durch den Zulauf geregelt? Genau. Wenn ich jetzt mehr Zulauf habe, dann habe ich etwas weniger Aufenthaltszeit. Und wenn ich weniger Zulauf habe, habe ich etwas mehr Aufenthaltszeit. Wir haben keinen Puffer, sondern das, was reinkommt, muss hinten wieder raus. Und wird alles eben mit dem Prozess überwacht? Also, ja. Ja, das ist richtig. Genau. Also da tun wir verschiedene, wir tun den pH messen, Säure messen, wir tun den Sauerstoffgehalt messen, Temperaturen messen, Durchfluss messen. Alles wird gemessen und haben von dem tun wir die Anlage steuern und regeln. Es ist vorher da jemand hinten dran gekommen, dass er ein Becher in der Hand hatte. Ist mir fast vorgekommen, wie wenn ich aber beim Schwimmbad den pH-Wert messe. Was hat er zuerst gemacht dort hinten? Ja, er holt jetzt zwei Proben, um das sogenannte Absetzverhalten festzustellen. In der Biologie haben wir eine Bakterie, die Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen fressen, wenn man so will, abbauen. Und gleichzeitig haben wir eine Flockenbildung. Das heisst, die Verunreinigungen gehen auf Flocken und die Flockenstruktur ist ganz entscheidend für das spätere Absetzen im Absetzbecken. Und mit dieser Probe tun wir das Absetzverhalten vom Schlamm feststellen. Das kann man berechnen. Es gibt einen Kennwert aus und dann wissen wir, sind wir gut dran, ist eine gute Flockenstruktur oder haben wir eine ungenügende Flockenstruktur. Alles in allem, gell? Aber doch noch eine recht komplizierte Angelegenheit, nicht? Ja, es ist eine vielfältige Sache. Es ist natürlich Verfahrenstechnik, die drin spielt. Die Biologie hat ihr eigenes Leben. Dann die Umwelteinflüsse, die Temperaturen. Im Sommer ist es wärmer als im Winter. Das merken wir natürlich auch mit dem Abbauverhalten. Bakterien schaffen bei 10 Grad nicht so gerne wie bei 25 Grad. Und all das führt dazu, dass man gewisse Freiheitsgrade haben muss, um die Anlage zu steuern und zu regeln. Da finden wir uns jetzt beim Einlauf der Biologie, das heisst, das ganze Wasser von der Vorklärung kommt hier rein. Da fangen bereits Bakterien an, den Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen abzubauen. Wir geben dann weiter vorne noch Luft dazu. Und da haben wir wieder den Auslauf der Biologie, wo dann das Ganze ins Nachklärbecken geht. Da befinden wir uns jetzt auf dem Nachklärbecken, anschliessend an die Biologie, nachdem sich ein Haufen Bakterien auch vermehrt haben, den Schmutz abgebaut haben, haben wir einmal Bakterien natürlich drinnen im Schlamm und zum anderen auch Substanzen, die Bakterien nicht abgebaut haben. Das Nachklärbecken hat zum Ziel, dass man den Schlamm vom Wasser trennt. Das macht man, indem man das Wasser im Kreis zuführt und 5 Stunden Zeit gibt, damit sich der Schlamm absetzen kann. Und das Wasser geht dann über sogenannte Zackenwand über. Das ist das definitiv gereinigte Wasser, das wir anschliessend in der Rhein befördern tun. Das gereinigte Abwasser aus der Nachklärbecken wird dann mit 5 Pumpen unter dem Werdenberger Binnenkanal, unter der A13 in der Rhein gepumpt.
Schwamm, der anfällt auf dem Weg von der Abwasserreinigung aus dem Vorklärbecki und aus der Biologie, aus dem Nachklärbecki, der landet schlussendlich dann in der sogenannten Fuhltürme. Die Fuhltürme haben zum Ziel, dass man aus dem organischen Material noch Energie rausholt in Form von Biogas. Das heisst, wir tun das auch wieder mit Hilfe von speziellen Bakterien, tun wir den Schlamm verfaulen und produzieren so weit Methangas. Und was ist das jetzt genau, was hier trüllt und trüllt? Das war das Rührwerk vom Fuhlturm. Die Bakterien muss man immer schön bei 37 Grad am Leben erhalten. Und damit sich das schön homogen verteilt, gleichmäßig verteilt, tun wir das Ganze rühren und umwälzen. Und da bleibt jetzt immer zu, oder? Nehme ich an. Ja, das bleibt immer zu. Da drin haben wir einen leichten Überdruck. Es ist natürlich auch ein brennbares Gas, das da drin ist. Und das werden wir natürlich möglichst im Topf drin lassen. Und das Gas tun wir am Dom abziehen und gehen nachher in den runden Gasspeicher. Aha. Das ist jetzt alles neu, oder? Das ist jetzt alles neu, ja. Das ist jetzt vor 2 Monaten in Betrieb gegangen. Man hat vorher schon eine Faulung gehabt. Seit der Mitte der 70er Jahre hat man das gemacht. Aber aus Kapazitäts- und Altersgründen hat man jetzt die 2 neuen Fuhltürme gebaut. Jetzt, warum hat man das nicht gemacht? Das ist einfach ein anderer Prozess, etwas, was wir vorher nicht können, oder was ist das genau? Mal, das hat man mit den 70er Jahren hat man das schon gemacht mit diesen Bakterien. Das funktioniert seither eigentlich sehr gut. Einfach mit einem anderen Prozess so? Nein, mit dem gleichen Prozess, aha, ja, aber mit weniger Kapazität. Ah, ja. Und dazu mal hat man noch das brennbare Biogas hat man dann, verstromt. Das heisst, man hat es über Blockheizkraftwerke verbrennt, hat Strom daraus produziert, den man zum Eigenverbrauch gemacht hat. Mit einem Wirkung gab von 30% und der Rest war Wärme. Und jetzt tut man das ganze Biogas direkt ins öffentliche Energienetz einspeisen, ins Erdgasnetz. Auch und sonst gibt es ja gewisse Zusammenarbeit. Also wir bringen nicht nur Schlacken in KVA durch, sondern es gibt auch sonst eine gewisse Zusammenwirkung zwischen der eben KVA, die wir jetzt hier sehen, und zwischen der ARA, oder? Ja, nebst der zum einen haben wir, liefern wir Klärschlamm, den sie brauchen zum Heizen, zum Fernwärme erzeugen. Zum anderen beziehen wir rund 800 Megawattstunden Fernwärme, um eben die Fuhltürme heizen und auch Gebäude heizen, weil wir so kurze Wege haben. Dadurch produzieren wir natürlich wieder Biogas, das wir wiederum ins öffentliche Erdgasnetz einspeisen. Somit haben wir hier eine gute Zusammenwirkung zwischen VFA und ARA. Das EW Buchs ist unser Stromlieferant. Wir brauchen rund 2 Gigawattstunden Strom im Jahr. Das holen wir beim EW Buchs in Form von 100% Wasserkraftstrom. Das heisst, ihr holt Wärme von der KVA, Strom vom EW Buchs, ja, und liefert nachher Gas zurück. Genau. Zum einen liefern wir Brennstoff an KVA, nämlich den Schlamm, den, genau, wir nicht mehr ausfuhlen können. Ja. Und gleichzeitig tun wir Biogas ins Erdgasnetz einspeisen. Ja, da befinden wir uns unten im Keller. Und zwar geht es hier darum, dass wir die Fuhltürme, die wir ja zur Biogasproduktion brauchen, die müssen schön auf 37 Grad Celsius gehalten werden. Dann fühlen sich die Bakterien am wohlsten. Und um das zu erreichen, tun wir einmal die ganze Bakterienkultur umwälzen. Und gleichzeitig sehen wir die ganzen Röhren. Dort holen wir Fernwärme rein von der Kehrverbrennungsanlage, von der VFA, die wir zum Aufheizen von diesen Fuhltürmen brauchen. Das heisst, dass alles, was oben ist, gibt es unten fast im Doppel nochmal, oder was? Ja, richtig, richtig, genau. Alle Leitungsführungen, Pumpen, der grosse Teil ist unterirdisch, ja. Ja, da haben wir jetzt noch den Rest vom Rest, also das, was keine Bakterien mehr wollen. Und auch, wo man nicht gut separieren kann, ist der sogenannte Klärschlamm, der Rest, den wir noch haben. Den tun wir, weil es nicht abgebaut werden kann, tun wir den in der Kehrverbrennung als Brennstoff liefern. Zur Produktion auch wieder von Fernwärme. Und was hat es denn auf sich mit den Wasserstofftankstellen, die ich schon gehört habe bei der KVA, wo man vielleicht eben Lastwagen will, mal zuerst mit beliefern? Ja, da haben wir das Projekt haben wir mit dem NTB, mit der VFA und mit dem EW Buchs und der ARA. Da geht es darum, zum Abklären, inwiefern macht es Sinn, mit dem Abwasser und Strom Wasserstoff zu produzieren. Der Wasserstoff wird man den natürlich entsprechend verkaufen an die Tankstellen, an die Wasserstofftankstellen, zur Beladung von Lastwagen und eventuell später auch noch PWs. Und die Idee ist eben auch noch, dass wir in der Elektrolyse entsteht
Sauerstoff als Nebenprodukt. Und diesen Sauerstoff könnten wir eben brauchen für unseren Prozess hier auf der Aare, indem wir das in die Biologie einblasen, um Bakterien am Leben erhalten. Das Denken und Erben geht also nie aus, he? Nein, das ist immer schön im Kreislauf, lokal, kurze Transportwege und gutes Zusammenarbeiten, das hilft.